Das versuchen wir gleich nochmal. Ahoi! Was jetzt? Ich fordere dich heraus. Wir duellieren uns nochmal. Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Oh Mann. Bereit? Ich beginne. Das ist... widerwärtig, frisiert, Fiesling. Wie war das nochmal? Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Na toll, der hat bei mir abgeguckt. Na super. Okay, eins fehlt uns noch. Fischauge. Vermummt? Nein. Stinkend? Nein. Widerwärtig? Nein. Nehmen wir vermummt. Alter Knacker, genau. Er hat Arr. Vermummt, Fischauge, alter Knacker. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Hier kommt Arr. Stinkend, schielend, irrer Sound. Da habe ich selbst bei Neugeborenen schon furchterregendere Grimassen gesehen. Sieh dir das hier an. Okay, das wird jetzt ein bisschen komisch. Also, er hat vermummt. Also, das ist vermummt. Nee. Das ist stinkend. Schielend. Und irre. Wir nehmen aber dafür Affe. Ja. Und widerwärtig. Nein. Genau. Das ist Arr. Vermummt, Strabismus, Affe. Ein paar neue Schritte, aber nicht genug. Teil Originalität ist so gut wie gar keine. Magi gewinnt. Du hast echt nichts drauf, Junge. Ich werde langsam warm. Was soll das? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Warum gewinnen wir nicht die erste Runde? Das ist doch zum Gucken, das ist doch zum Reiern. Ahoi! Was jetzt? Wir machen es nochmal. Ich werde es so lange probieren, bis ich das schaffe. Also ich schaffe ja immer die erste Runde, aber warum nicht die nächste? Ah. Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Puppengesicht? No. Wir machen so lange weiter, bereit? Bis du ja. Ich beginne. Er hat... vermummt, frisiert, Affe! No, ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... Okay, er hat Affe. Frisiert und vermummt. Will ich aber nicht. Wir nehmen stinkend, Fischauge... Nein. Ja, das nehmen wir mal. Alter, hier kommt Arr. Stinkend, Fischauge, alter Knacker. Krass. Cheap Whistle hat Runde 1 überstanden. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Hier kommt Arr. Widerwärtig, schielend, irrer Sound. Hast du schon eine Grimasse gemacht? Ich sehe bloß eine gewöhnliche Entstellung. Schau dir das mal an. Okay, was machen wir da? Er hat vermummt genommen. Also das hier. Dann nehmen wir stinkend. Frisiert. Und... Das ist... Ja, wir nehmen Affe. Das ist Arr. Stinkend, frisiert. Affe! Ah! Aufgrund wenig origineller Opposition ist Bugeye der Sieger! Wieso und wenig? Noch eine abgekupferte Darbietung. Du verlierst. Na, warte! Langsam wird das ziemlich blöd. Ich weiß jetzt nicht weiter. Ach, das ist doch echt zum... Ja, uns fehlt eine Grimasse, nur eine einzige und ich weiß nicht, wo ich die herbekomme.
Ich hab's. Ich gehe mal hoch zu DK, aber wahrscheinlich macht er auch was Ähnliches. Ups. Jetzt sind wir bei ihnen ausgestiegen. Ja, egal. Die ist immer genervt. Okay, versuchen wir das mal. Tagchen, Boss. Ja, Besatzungsmitglied. Was war denn das für ein Unsinn? Eine Piratengrimasse. Furchterregend. Ich bin Forscher und ein angesehener Abenteurer. So etwas schickt sich für mich nicht. Nicht mal ein klein wenig? Nicht einmal einen Hauch. Dann nochmal. Aufhören! Verdammt, geht nicht. Also bis dann. Machen Sie's gut. Erinnert mich irgendwie an jemanden, den ich kenne. Der macht das auch mal. Ehre mit euch! Ja, jetzt müssen wir so viele sammeln. Ah, wir gehen mal zu ihm. Ich hoffe, der ist da. Der schreckt der uns sogar. Winslow! Ich bin nicht Ihre dralle Freundin, Captain Skippy! Sprechen Sie meinen Namen voll Ehrfurcht! Sonst bekommen Sie den Zorn meines Entermessers zu spüren. Puh. Alles klar da drin? Was dachten Sie denn, Sir? Ich genieße gerade ein Glas warme Milch. Okay. Bei Ihnen hört sich das noch schlimmer an. Hey, noch so einer. Hab ich dich. Solange wir nicht... Solange ich nicht weiß, was ich noch machen soll. Ja, der leuchtet das ganze Zeit. Yeah, der macht Disco! Nee, Spaß beiseite. Jeder Saugwurm, den ich vergeude, bedeutet einen mehr, den ich für Dekaba sammeln muss. Okay, wir versuchen das noch einmal. Ich weiß nicht, wo ich die letzte Grimasse herbekomme. Noch ein letztes Mal, bevor ich hier noch ausrüste. Das ist ein Schiff namens Howler Monkey. Ahoi! Was jetzt? So, nochmal eine Runde, komm schon. Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Bereit? Ich beginne. Er hat... Widerwärtig? Fischauge? Irrer Sound! No, ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... Ich brauche noch diesen einen, aber ich weiß nicht, wo ich den finde. Stinken? Nein. Widerwärtig? Nein. Vermummt? Ja. Frisiert? Nein. Fischauge? Nein. Schielend? Dann passt das nicht mit den anderen. Stinkend, wenn schon. Das passt dann auch nicht so ganz. Irgendwie blöd. Alter Knacker. Ja, das er hat... Stinkend, schielend, alter Knacker. Wir haben die erste Runde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Das ist... vermummt, Strabismus, Fiesling. Jetzt bekommst du ein Problem. Okay, was machen wir da? Ich nehme... Nein, das wird schon, oder? Nee, hat er schon. Chillend? Nee, ich mach mal Fischauge.
widerwärtig? Nein. Stinkend. Ja. Und irre. Hier kommt Arr. Stinkend. Fischauge. Irre. Rall. Bagai gewinnt nach einer weiteren wenig originellen Grimasse von Scrapwood. Du bist so kreativ wie meine Großtante Margarine. War sie denn sehr kreativ? Nee. Nein. Irgendwie wird das langweilig. Ich versuche es noch einmal, aber es kann nicht wahr sein, dass er immer die letzte Runde Ahoi! Was jetzt? Erzähl mir die Neuigkeiten über die vermisste Hörschnecke. Ich kann ein Geheimnis bewahren. Ich werde nie schwach. Außer im Angesicht von Porzellan. Oder Kitzelfolter. Du hast das vorhin wohl nicht gehört, als man dir sagte, dass das ein Geheimnis der Bruderschaft war. Doch, habe ich. Aber ich dachte, das sagst du jedem und... Ach, komm schon. Ich bin Guybrush Threepwood. Und wenn du die Königin von Swaziland oder der Ghost Pirate LeChuck wärst, mir egal. Ich habe ihn ein paar Mal getötet. Klar hast du das, Windbeutel. Nochmal. Und noch eine Runde. Hast du noch nicht die Nase voll, Puppengesicht? Nope. Ich mach so lange weiter, bereit? Bis ich es schaffe. Ich beginne. Hier kommt... Arr. Vermummt, schielend, irrer Sound! Da habe ich selbst bei Neugeborenen schon furchterregendere Grimassen gesehen. Seh dir das hier an! Okay, dann eben stinkend...